Sehr geehrtes Präsidium, werte Kollegen, liebe Landsleute. Die Antragstellerin fordert in ihrem Gesetzentwurf die Änderung des Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg-Vorpommern. In ihrer Begründung verweist sie auf das aktive Wahlrecht bei Kommunalwahlen unseres Landes und stellt in diesem Zusammenhang die Ungleichbehandlung junger Menschen in Bezug nehmend zum Landeswahlrecht in den Vordergrund. Gleichzeitig ergeben sich bei der Antragstellerin keinerlei Gründe, warum die Allgemeinheit der Wahl bei den Kommunalwahlen anders definiert werden sollte als bei den Landtagswahlen. Nun kann man natürlich die stark idealisierte Welt der Linken und ihre Vorstellung von Ungleichbehandlung in dem formulierten Antrag stehen lassen. Man kann sich allerdings auch intensiv und faktisch mit der Thematik befassen und diese auch aus nicht idealisiertem Blickwinkel betrachten. Dann kommt man zum Schluss, dass es sich bei dem Gesetzentwurf wohl um eine nette Vorstellung, jedoch auch, und das ist symptomatisch für die Linke, um eine undifferenzierte und einseitige Betrachtung der Thematik handelt. Die Linke stellt darauf ab, dass es aufgrund des Wahlalters von 16 Jahren auf kommunaler Ebene und 18 Jahren auf Landes- und Bundesebene eine Ungleichbehandlung gibt. Und dass es auf Landesebene eben in diesem Fall auch Jugendlichen ab 16 Jahren erlaubt sein muss, am politischen Findungsprozess teilzuhaben. Was den Kollegen von der Linken offenbar abgeht oder sie ja schlichtweg einfach ignorieren, dass sich das Wahlrecht auf kommunaler Ebene auf den Bereich der Exekutive beschränkt, das Wahlrecht auf der Landesebene aber einen weit größeren Verantwortungsbereich beinhaltet. Meine Damen und Herren, der Landtag ist das zentrale Organ der Legislative im politischen System unseres Landes. In ihm werden bindende Gesetze für unser Land beschlossen. Bei Kommunalwahlen werden Gemeinde- bzw. Stadtvertreter gewählt. Diese bilden kein gesetzgebendes Organ wie ein Parlament, sondern sind Teil der Verwaltung, also Teil der Exekutive. Das heißt, Gemeindevertreter haben kein die Allgemeinheit bindendes Gesetzgebungsrecht, sondern agieren mit Verordnungen und Verwaltungsakten. Diese Maßnahmen haben einen sehr viel engeren Adressatenkreis und auch sachlich erheblich geringeren Umfang. Dies ist für einen 16-Jährigen deutlich einfacher zu überschauen und zu beurteilen als eine deutlich weiterreichende Gesetzgebung. Nun möchte ich per se nicht jeden 16- oder 17-jährigen jungen Menschen Politikunkenntnis unterstellen, gleichzeitig aber auch nicht ausführen, dass es in diesem Altersbereich generell ein starkes politisches Engagement gibt. Fakt jedoch ist, dass unser Schulsystem die Jugend im Bereich der Altersklassen zwischen 14 und 16 Jahren nicht ausreichend auf unser politisches System vorbereitet. Ebenso umfasst dies die Absenkung des Wahlrechts auf 16 Jahre und die Verantwortung, die mit der gefassten Entscheidung einhergeht. Gerade eben, was den Zusammenhang mit der Gesetzfindung und der Gesetzgebung betrifft. Die Schule vermittelt in dieser Altersstufe noch nicht das politische Basiswissen und auch nicht die komplexen Zusammenhänge politischer Arbeit. Lassen Sie mich hierzu nur kurz ein Beispiel ausführen. Im Zuge der Bundestagswahl erschien in unseren Wahlkreisbüros ein 17-jähriger Schüler des Fachgymnasiums im Greifswald, weil er sich für einen Vortrag informieren wollte, den er in seiner Klasse halten wollte bzw. mussten. Und er war auf der Suche nach verschiedenen Wahlprogrammen und den Inhalten. Relativ schnell zeigte sich aber, dass dieser junge Mann weder über die Parteienlandschaft hier im Landtag in Gänze informiert war, noch über die Zusammensetzung des Landtages in Schwerin mit seinen Fraktionen und die Abgeordneten Bescheid wusste. Immerhin war ihm die 5%-Hürde ein Begriff. Allein sein Selbststudium brachte ihn dazu, sich mit der angedachten Thematik zu befassen. Auch das natürlich, aber das steht ja hier gerade nicht zur Debatte. Übrigens outete sich dieser junge Mann als eher linksorientiert. Dieses Beispiel ist natürlich nicht prädestinierend für die Jugend und das Politikwissen aller Jugendlichen im Alter von unter 18 Jahren, aber dieses Beispiel ist nun mal da. Was meine Fraktion weiterhin als problematisch ansieht, ist die weitere Aufweichung des inneren Zusammenhangs von Wahlalter und Volljährigkeit. Die Volljährigkeit, mit der sowohl Bürgerrechte wie eben das Wahlrecht als auch Bürgerpflichten einhergehen. Im Falle des Absenkens des Wahlalters werden Bürgerpflichten und Bürgerrechte eben nicht mehr in ausreichendem Maße korrespondieren. Minderjährige dürften dann zwar schon wählen, wären aber noch nicht voll strafmündig. Sie sind in diesem Fall für ihre Handlung nicht im vollen Maße selbst verantwortlich. Dies kann in Verbindung mit dem Landeswahlrecht aber nicht erstrebenswert sein. Im selben Atemzug ist festzustellen, dass das aktive Wahlrecht grundsätzlich mit dem passiven Wahlrecht einhergeht. Und das ist auch gut so, denn warum sollte jemand über die öffentliche Ämtervergabe entscheiden dürfen, aber ein solches Amt nicht selbst bekleiden können? Nur in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei der Wahl des Bundespräsidenten, weicht das notwendige Alter beim passiven Wahlrecht, was hier 40 Jahre wären, vom aktiven Wahlalter, nämlich 18 Jahre, ab. Ein passives Wahlrecht ab 16 Jahren würde aber zu den größten Schwierigkeiten führen, da man erst mit 18 Jahren die volle Geschäftsfähigkeit erlangt. Das heißt, ein 16-jähriger Abgeordneter müsste demnach im Grunde bei jeder Abstimmung im Parlament seine Eltern befragen.
Gleichsam führt die Antragstellerin ebenfalls aus, dass eine von der Bertelsmann Stiftung im Auftrag gegebene Studie belegt, dass sich eine Absenkung des Wahlalters positiv auf die Wahlbeteiligung auswirken würde. Auch hierbei zeigt jedoch die Statistik, dass ältere Menschen in deutlich größerer Zahl wählen gehen als die junge Generation. Das ist übrigens nachzulesen auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung. Allgemein lässt sich demnach formulieren, dass die Wahlbeteiligung umso höher ist, je älter die Altersgruppe der Wähler. Dieser Trend ist bei den Bundestagswahlen seit 1953 ungebrochen. Der Verweis von privaten und kommerziellen interessengelenkte Studie der Bertelsmann Stiftung ist daher schlicht nutzlos. Dass gerade die Linke auf solch eine Studie verweist, lässt einen doch schon schmunzeln. Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Gesetzesentwurf ist undifferenziert und unausgegoren. Er zeigt, dass die Linksfraktion ihre Hausaufgaben ganz offensichtlich nicht gemacht hat. Einen solchen Gesetzentwurf kann meine Fraktion nicht mittragen. Wir lehnen die Überweisung ab. Vielen Dank.